Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie, hier aus meinem Mineralienkabinett. Heute wollte ich mal den Calcit vorstellen, den es hier im Sauerland wirklich sehr, sehr häufig gibt. Ja, wir haben hier die vielen Kalksteinbrüche, Rauwacke, überall quasi kommt der Calcit vor. Der Calcit ist zudem sehr formreich und es wird bestimmt ein interessanter Beitrag. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Also wenn ich hier so durch meine Vitrinen schaue, da macht der Calcit ohne weiteres mindestens 20% der Sammlung aus. Der ist halt so formenreich, ja, dass er die Sammlung quasi füllen kann. Es gibt auch reine Calcit-Sammler. Ja, ihn kennt ihr bestimmt aus dem anderen Film, das ist mein kleiner Trüffel. Ja, er hört jetzt hier meinen Vortrag zu und vielleicht schläft er gleich mal ein. Das ist hier ein typischer Spaltrhomboeder von Calcit. Der bricht also immer so, egal was das jetzt für eine Form hat, eine Kristallform, es kommen immer diese Rhomboedern hervor. Also diese Spaltrhomboeder, die habe ich hier in meiner Vitrine ganz hinten links stehen. Diese Stufen hier kommen aus Bleiwäsche im Hochsauerlandkreis. Das liegt irgendwo hinten bei Brilon. Auch der hier aus Beckeöse, auch ein Doppelender. Hier ist ein Calcit im Schlafrock sozusagen, eine Überkristallisation. Ja, auf 1 Kalendoeder sind dann so seitliche Krusten aufgewachsen. Diese Stufe stammt aus dem Steinbruch Hohen-Dimburg-Höge. Ja, hier haben wir einen typischen Kalendoeder vom Calcit, eine der häufigsten Formen. Also der Kalendoeder ist meistens anzutreffen, spitze Kristalle. Ja, so sehen die also aus. Dieser Doppelender hier kommt aus dem Steinbruch Holzen. Ja, diese 30 Kilo Brocken habe ich aus dem Steinbruch Beckeöse im Märkischen Kreis. Der ist sehr alt. Wann habe ich den gefunden? Moment. Das war 2001. Und da durfte man noch nach Rückfrage in den Steinbruch reinfahren. Ja, sonst hätte ich diesen Brocken gar nicht bergen können. Ich habe also vorne gefragt, ich hätte da so einen schönen, dicken, fetten Grunsen mit Calcit, ob ich mir den mitnehmen dürfte. Und dann haben sie mir ja, dann haben sie gesagt, komm, mach Tor auf, fahr rein, hol dir das Ding raus. Ja, war sehr nett und jetzt liegt er hier bei mir in der Sammlung und den kann man hier besichtigen. Also richtig schöner, dicker, fetter Brocken. Kommen wir mal zu der anderen Kristallform, das ist der Rhomboeder. Hier ist quasi, kristallisieren die aus in einen verzerrten Rhombus. Ja, zeigen meistens immer drei Kristallflächen, wie beim Kalendoeder auch. Und ja, diese Stufe hier zum Beispiel, die kommt aus dem Steinbruch Grevenbrück. Das ist ein Dolomitsteinbruch an der Lenne gelegen. Leider auch aufgelassen, ist heute ein Baustofflager drin und Mineralien, da muss man schon sehr arbeiten, wenn man da noch was finden will, aber man braucht eine Genehmigung, da drauf zu kommen. Aus Hohen-Limburg-Öge kommt diese Stufe, das sind Phantom-Calcite. So, hier einmal den Phantom-Calcit durch den Bino. Kann man so schön sehen. Ja, und diesen schönen Brocken hier, den habe ich aus dem Steinbruch im Hölletal. Darf man aber nicht rein ohne Fragen. Nee, aber es gibt eh keine Sammelgenehmigung mehr. Das heißt, wenn, ziemlich schwer zu bekommen. Aber da erzähle ich euch jetzt mal was. Also, wenn ihr sammeln geht, schließt euch bitte einer Gruppe an, die bereits sammelt, weil ihr dürft nicht auf fremden Grund und Boden gehen. Ja, das habt ja keiner gerne. Wenn jetzt einer ankommt und sagt, ja,
ich sammle so gerne Äpfel und geht bei euch in den Garten und pflückt auch die Äpfel, da habt ihr auch was dagegen. Das ist erstens. Zweitens, ihr braucht immer eine Enthaftungserklärung. Das heißt, ihr müsst eine Enthaftungserklärung aufsetzen und den Besitzer von jeglichen Ansprüchen von euch zu entbinden. Dazu gehört dann aber, dass ihr eine Unfallversicherung habt und eine private Haftpflichtversicherung. Dass, wenn ihr Blödsinn baut, oder wenn, es kann ja immer was passieren, ja, ihr auch versichert seid. Dazu braucht ihr eine Bestätigung eurer Versicherung, die diese Schäden übernimmt. So, was noch? Dann nie ohne Sicherheitsausrüstung. Das heißt, ihr braucht einen Schutzhelm, Brille, Sicherheitsbrille und Starkkappenschuhe. Ja, oder zumindest festes Schuhwerk, dass euch da nichts passiert. Ja, zum Sammeln braucht man außerdem ein Fäustel, ein Geologenhammer, ein Dachdeckerhammer tut es da auch. Und was braucht ihr noch? Ja, ein Rucksack, wo alles reinpasst, Meißel, Flachmeißel, Spitzmeißel, ja, und eine Brechstange. Ja, und dann kann es losgehen. Aber niemals ohne, also das erste Mal, niemals ohne fachkundige Begleitung. Ja, denn sonst passiert was und das wollen wir nicht und das bringt nur die Sammler in Misskredit. So, hier haben wir einen sogenannten Mercedes-Stern-Calcit. Nicht, warum der so heißt, kann man schön sehen. Es ist nichts anderes als eine Überwachsung. Darunter sitzt ein Skalendoeder, also einer von diesen spitzen, pyramidenförmigen Kristallen. Und da drauf ist dann einfach ein Rhomboeder gewachsen und die Seitenkanten des Skalendoeders, die schimmern durch. Und dann sieht das aus wie so ein Mercedes-Stern. So, hier nochmal die Nahaufnahme. Ja, kann man schön sehen. Die Kanten des Skalendoeders durchschimmern. Und das sieht dann aus wie ein Mercedes-Stern. Ja, diese Schaustufe hier, die stammt aus dem Steinbruch Rammelsbach. Ja, der ist mit Dolomit und da sitzt die Variation Kanonenspat drauf. Da sind so ganz lange Kristalle, die an beiden Enden eine Rhomboederspitze haben. Ja, wie gesagt, der kommt aus der Pfalz, ein Pfälzerstück, Rammelsbach. Und hier mal ein größeres Stück, eine große Schaustufe, ebenfalls versteinerte Kalzite, also auch als Kalendoeder, man erkennt die noch, nicht? Auch pseudomorph mit Dolomit, also man kann nicht sagen nach Dolomit, das ist also Dolomit, pseudomorph nach Kalzit, Skalendoeder, so ist das richtig. Ja. Ja, ganz vergessen hätte ich beinahe eine andere Erscheinungsform des Kalzits. Und zwar als Kalksinter. Aus dem Steinbruch Bleiwäsche habe ich dieses außergewöhnliche Stück, eine Überkristallisation einer zweiten Generation Kalzit auf einem Kalzit-Skalendoeder. Ja, hier haben wir ein Einzelkristall eines Kalzites als Rhomboeder ausgerichtet, aber so kristallisiert. Im Kalzit können sich auch echt Überraschungen verstecken. Hier habe ich in einem Schwarzschiefergang im Steinbruch Donnerkohle bei Hagen ein Gangstück mal mitgenommen, weil sich am Rand da schon etwas abgezeichnet hat. So, und dann habe ich das zu Hause in Salzsäure gelegt. Und was kam darunter hervor? Ja, ihr seht es selbst, Millerittennadeln. Und das ist gar nicht mal so häufig. Ja, auch ist Phalerit zu finden. Ja, Sphalerit, Siderit und diese Milleritnadeln. Ja, weggeätzt in diesem weggeätzten Kalzit. Eine wunderbare Stufe aus Hohenlimburg-Öge wieder. Auf Quarzkristallmatrix sitzt hier epitaxisch ein Kalzitgewindel auf. Ja, sogar zwei. AS1 und DINS1. Die Gewindel sind aus einzelnen Rhomboedern aufgewachsen. Diese Stufe hier stammt aus Beckeöse im Märkischen Kreis. Es ist Kalzit der Form Kanonenspat.
sitzt hier epitaxisch mit Makasit auf, wir sagen Graubacke ist das. Dieses Calendoeder hier auf Bergkristallmatrix kommen aus dem Steinbruch Bleiwäsche. Aus Rheinland-Pfalz kommt diese Stufe, aus dem berühmt-berüchtigten Steinbruch Jochem bei Ida Oberstein. Ist hier ein Calcitkristall in einer, ja, möchte ich mal sagen, Geode eingewachsen. Das kommt ja sehr häufig vor, dieser schöne honiggelbe Calcit in diesen Mandeln, in diesen Quarzmandeln. Ja, das ist sehr interessant. Diese Stufe hier habe ich auch aus dem Steinbruch Niederscheld. Das ist im Hessischen. Und da wachsen also Pektonitnadeln und auf diesen Pektonitnadeln ist Nontronit kristallisiert und auf diesem Nontronit, das heißt die Pektonitnadel durchstößt oben den Nontronit und auf diese verbleibenden Nadelreste haben sich dann diese kleinen Calcite dann auskristallisiert. Ja, das sieht also wunderbar unter dem Bino aus. Ein Träumchen. Diese kuriose Stufe mit einer älteren Generation Calcit mit Überwachsungen, einer neuen Generation Calcit auf Grauwacke, habe ich aus dem Steinbruch in der Lösenbach bei Lüdenscheid. Hier haben wir auch noch eine schöne Stufe. Die kommt allerdings aus dem Steinbruch Kallenhardt bei Warstein. Es sind auch Rhomboeder, die aber so gewindelförmig gewachsen sind. Ja, es kann auch sein, dass das eine Überwachsung ist, dass darunter noch Scalendoeder sitzen, aber das kann man so nicht erkennen. Interessant sind dann auch noch so Zwischenstufen, wo sich quasi der Kristall nicht entscheiden konnte, wie er wachsen sollte. Hier haben wir also einen Scalendoeder, der einfach oben wie ein Rhomboeder weitergewachsen ist, der dann so eine komische Spitze aufweist. Also nicht spitz ist, sondern so eine dreiflächige Spitze hat. Diese eigenartige Form konnte ich also insbesondere aus dem Steinbruch Silbach bei Winterberg beobachten. Ja, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Ja, dieser Kristall, der weist auch noch hochglänzende Flächen auf, fast so wie der Quarz das hat. So, zum Schluss noch etwas ganz Interessantes. Ja, es gibt sogar versteinerte Calcite. Ich sage es deshalb, denn es gibt Pseudomorphosen, Abdrücke. Dieses hier ist zum Beispiel ein Rhomboederkristall in Dolomit. Ja, und zwar ist das ein echter Abdruck. Das heißt also, es ist noch nicht mal kristallin, der Dolomit, sondern das ist als Gestein geformt. Und das ist ein richtiger Abdruck, so wie wir das von Fossilien kennen. Ja, ein Rhomboeder, ein Calcit-Rhomboeder als Fossil oder als Abdruck oder Pseudomorphose in Dolomitgestein. Ein außergewöhnlicher Fund aus Grevenbrück wieder. Ja Leute, diese Mineralienfilmchen zu drehen, habe ich mir echt einfacher vorgestellt. Deshalb kommen die jetzt also nicht so schnell hintereinander, wie ich das gerne hätte. Ja, es ist also sehr viel Equipment erforderlich, man muss sehr viel umbauen. Man muss auch gucken, wie macht man jetzt die Binokularaufnahmen. Es ist alles nicht so einfach. Die Stücke müssen rausgesucht werden, in beste Licht gerückt werden. Es ist alles nicht so einfach. Also, aber ich mache weiter, mal gucken, was als nächstes kommt. Ich mache auch schon zwischendurch schon Aufnahmen für den nächsten Film. Und naja, okay, ich hoffe, der Film über den Calcit hat euch gefallen. Und dann hoffe ich, euch nächstes Mal wieder begrüßen zu dürfen bei dem nächsten Teil. Wie gesagt, Thema werde ich mir noch aussuchen. Lasst euch überraschen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und Glück auf.